Am liebsten isst sie Knackwürste. Knackwürste liebt sie. Pizza hin und wieder am Abend vom Fernsehen. Rosi, ciao. Okay, also ich bin der Herkules. Eigentlich heiße ich Hercule. Ich bin Franzose aus Nizza und nun seit 3,5 Jahren in Salzburg. Von der Rasse her bin ich ein Kleinspitz, also kein Zwergspitz, sondern eine Nummer größer. Ich bin die Theresa, das ist der Philipp und die Ilva ist noch unterwegs. Ilva ist ein Podenco-Schäfer-Mischling aus dem Halleiner Tierheim. Ja, aber wir haben es gekriegt, bis noch ganz knapp. Ja, und auf die Nacht sind wir halt dann auch oft da herunten. Wir haben die Hundewiese in Liefering mal ausprobiert und da war es eigentlich immer fad. Da waren auch immer komische Leute und Hunde, die nicht spülen wollten. Und dann haben wir uns irgendwann gedacht, eigentlich sinnlos, wenn wir auf die Hundewiese fahren und die Ilva sitzt dann die ganze Zeit neben uns. Ja, läuft vielleicht einmal eine Runde, versucht, den anderen zum Spülen zu animieren, wird aber dann nur angeknurrt und ja. Und dann haben wir gesehen, dass da hier unten eben öfter Leute sind und das ist ja auch total nett da und wir wohnen nicht weit. Und ja, haben uns dann gedacht, kann man öfter mal herschauen. Also die Vorteile von dem Platz sind, dass er groß ist und eine schöne grüne Wiese und dass nicht da so viele Löcher drin sind, wie auf der Hundewiese in Eigen zum Beispiel. Und dass ein Bach eben da ist, da kann man immer gut trinken. Schwimmen ist das Hauptthema beim Labrador. Das ist ein voller Wasserhund und der in seinem Element sich entfalten kann, dann ist er unerträglich. Überhaupt jetzt, was das frühe Sommer kommt. Es ist einfach für ihn wichtig. Wir sind eigentlich regelmäßig da, zumal ich ja da gleich wohne ums Eck, 10 Minuten ums Eck. Und es ist einfach, ich merke das einfach, wenn der Hund da jeden Tag in der Vorstunde geht, dann ist er einfach ausgelasteter und einfach ruhiger. Freundlicher, nicht so nervös. Es ist wirklich schön da. Und die Hunde sind witzigerweise alle, wenn sie sich da treffen, friedlich irgendwie. Die sind entspannt und es harmoniert irgendwie. Und das taugt mir voll. Und auch die Leute sind cool drauf, die dann kann man auch entspannt reden, Smalltalk, Erfahrungen austauschen mit dem Hund. Und es ist immer ein nettes Gespräch. Und dann war mein Frauchen im Swimmingpool und dann, ich wollte immer bei meinem Frauchen sein von Anfang an, es war lieber auf den ersten Blick. Und dann bin ich rein ins Swimmingpool und dann habe ich gemerkt, es ist nass und nass mag ich nicht. Dann hat es mich gleich raus und seitdem mag ich eigentlich überhaupt nicht schwimmen. Weder im Meer noch im See. Darum hat mein Frauchen für mich auch ein Boot beschafft, so zum Aufblasen und da sitze ich mich dann rein und dann gehen wir immer im Sommer. Gehen wir immer so baden. Meine Hobbys sind die Radfahrer. Die Radfahrer, die mag ich recht gern, wenn sie recht laut sind und recht schnell, weil dann laufe ich immer mit. Das ist mein Jagdtrieb und ich möchte immer schneller sein. Aber meistens beiße ich einer dann nur in die Hosen, damit sie mich anhalten. Das ist so ein Hobby von mir und ich mag alles, was laut und schnell und groß ist, also Traktoren oder schnelle Autos. Da laufe ich dann immer um die Wette. Der Nachteil von dem Platz ist, dass das eigentlich keine offizielle Hundewiese ist und dass dann immer Leute kommen und schimpfen. Die sind dann von Stadt Salzburg, vom Magistrat und dann müssen wir immer ganz schnell an die Leine und entweder davonrennen, uns verstecken oder meine Frauchen, die wird dann gestraft und muss dann was zahlen für mich. Natürlich haben wir Leinepflicht in der Stadt. Ich muss sagen, ich bin auch ein bisschen leger mit der Leine da, wenn es dann laufen. Es ist halt auch, wenn ein Hund, du weißt das eh, wenn ein Hund nicht ab und zu laufen kann, dann ist er einfach kein Hund. Ein Hund ist nicht dazu geschaffen, dass er ständig an der Leine so wie Ball kann. Der möchte halt schnüffeln. Der braucht das Schnüffeln für Nachrichten lesen, zum entspannt sein. Es ist ja spannend auch für einen Hund zu schnuppern. Gell? Mir ist es schon lieber, wenn ich manchmal Plätze habe, wo der Hund hin und wieder frei unter uns zurücklaufen kann. Wenn natürlich der Magistrat kommt, ist scheiße. Gell?
Wir lassen sie eigentlich immer mit Maulkorb laufen, aber da herunten, ich meine, das ist natürlich auch blöd, wenn alle anderen keinen haben und sie hat einen. Und sie folgt halt auch einfach wirklich meistens sehr brav. Also außer es sind halt andere Hunde da und sie spürt gerade. Aber sie ist wirklich, wie dann mit ihr Radl fahren, sie kommt, wenn man ihr schreit. Also sie ist wirklich, sie hat es einfach nicht verdient, dass sie nur an der Leine ist und nur mit Maulkorb umeinander läuft. Und man merkt auch an der Reaktion der Leute, sobald sie den Maulkorb oben hat, schauen die Leute halt ganz anders. Aber nicht von wegen, ah Gott sei Dank, die hat einen Maulkorb oben, sondern du merkst, die Leute kriegen Angst. Also der Maulkorb ist eigentlich ja, nicht unbedingt gut, wenn man drauf tut, weil die Leute halt meinen, das ist ein gefährlicher Hund. Ja, also ich habe auch schon Erlebnisse gehabt, die nicht so toll waren, wo eben wirklich wer gesagt hat, ja, nein, ist ein Witz, die Kinder da vorne sind eingesperrt und die Hunde laufen frei. Wo man sich auch denkt, ja gut, der Mann, überlegst vielleicht um nur ein Haus herum, der Zaun ist um den Spielplatz herum, damit die Kinder nicht im Bach reinfallen. Ja, also, naja, Interessenskonflikte. Und was auch noch sicher ganz wichtig ist, weil eben einmal wer gesagt hat, dass da die Hunde dann halt auch ihr Geschäft verrichten und das keiner wegrammt. Die Hundebesitzer untereinander schauen, wie die Haftel machen, ja, dass jeder von seinem Hund alles wegrammt. Und auch wenn jetzt der eigene Hundebesitzer gerade mal nicht sieht, dass der eigene Hund jetzt gerade wo einen Haufen hinmacht, dann wird er von wem anderen darauf hingewiesen. Nicht. Aber doch, also es ist ja auch nicht in unserem Interesse, dass da überall Hundehaufen umeinander liegen, weil wenn du jeden Abend herkommst, dann möchtest du natürlich das Risiko minimieren, dass du da wo reinsteigst. Also. Mein Herkuleswunsch ist, dass wir endlich da bei der Wiese einen eingezäunten Bereich bekommen, wo man ohne Leine spielen kann, wo man Ball spielen kann und Steckerl schmeißen. Mein Wunsch ist, dass ich nicht immer an der Leine sein muss in der Stadt, weil ich fühle mich eingeschränkt und kann mich nicht bewegen. Der größte Wunsch wäre, einen Teil da als Hundewiese, als offizielle zu bekommen. Auch wenn es nur ein kleiner Teil ist, aber Hauptsache wir haben was. Wird vielleicht was bringen, weil Liefering ist doch relativ weit draußen, die Hundewiesen. Und es kommen doch sehr viele Leute aus Lehen auch daher. Und da muss man nicht durch die ganze Stadt fahren, nur damit man mit seinem Hund irgendwo rausgehen kann. Das wäre mein größter Wunsch. Vor allem finde ich, wäre dann das auch wirklich so ein Areal, das echt, wo wirklich für jeden was dabei ist. Weil es gibt einen Spielplatz, es gibt viel Fläche, es gibt einen Slackline-Teil. Warum soll es nicht auch kleine Hundewiesen geben?